So, hallo und herzlich willkommen. Falls ich gerade in diesem Moment nach 20 Minuten rund das Gameplay geteilt habe heute auf der Citadel, dann sollte das auf dieser Stelle geschehen sein. Und jetzt geht's einfach nahtlos sofort weiter. Ah, Colette. Wieso? Sportartikel? Kollektorenpanzerung. Also den Zusammenhang kann mir dann bitte auch mal irgendjemand erklären. Danke, dass Sie bei Nos Astra Sportartikel eingekauft haben. Hoffentlich weiß er, gegen wen er kämpfen wird. Irgendwo gibt's andere Handschuhe zu kaufen, Mensch. Wenn Sie das Beste wollen, kommen Sie zu Kassa. Nö. Kassa Fabrication Waffen hat die Erde nicht vergessen. Muss ich mal von den Normen die ausgucken, wo ich die kaufen kann. Ich bin eben der Meinung, hier auf der Citadel gibt's halt auch einen Shop, wo man verdammt, ein paar Stunden länger graben und wir hätten den Obelisken von Kassa gehabt. Ich weiß, dass der Rat des Nexus gesperrt ist. Ich bin ja kein Idiot. Aber verdammt nochmal, die... So, neuer Tagesbucheintrag nochmal. Also ich bin halt der Meinung, dass es irgendwo auf der Citadel einen Shop gibt, wo man auch zusätzliche andere Handschuhe kaufen kann. So. Diese Videos könnten entscheidend für den Kriegsverlauf sein. Ich bezweifle, dass die Agenten der Reaper ihre Geschäfte in meinem Café... Wir sind im Krieg. Wenn Ihnen die Sicherheit der Citadel etwas bedeutet, dann helfen Sie C-Sicherheit, wann immer Sie können. Das habe ich im letzten Video auch schon gesagt, da habe ich aus Versehen einmal falsch gedrückt, weil ich zu schnell war. Das sind immer so nebensächliche Gespräche, also wenn man ganz vertieft ist im Gameplay und keine Let's Plays macht, dann kann man vielleicht solche Optionen mitnehmen und schön besprechen und so. Wenn man allerdings hier rumläuft und irgendwie auf gescheite Aktionen wartet, wo irgendwas passiert oder so, dann sind diese kleinen Nichtigkeiten-Gespräche, so möchte ich die mal nennen, irgendwie, naja, belanglos oder fühlen sich einfach, ja, sehr schlicht an. So, mal gucken. C-Sicherheitsofficer? Musste ich mit dem sprechen? Liara? Nee, eigentlich habe ich, glaube ich, hier alles gemacht. Ich muss nachher eh nochmal wiederkommen, weil ich eine kleine Nebenmission angenommen habe. So, hier waren wir schon. Jetzt gehen wir einmal in die Docks. Und dann, es ist jetzt wirklich so ein Hin- und Hergelaufen auf der Citadel, wenn ihr eure Nebenmission erledigen wollt. Also dann müsst ihr nochmal ins Spectre-Büro, dann geht ihr wieder zurück, sagt, ihr habt das erledigt, dann kommt noch teilweise noch nicht mal ein richtiges Gespräch zustande, sondern einfach nur, dass man sagt, ja, danke. Und dann bekommt ihr halt eure Punkte und gut ist. Wenn man das Spiel natürlich komplett erleben möchte, dann macht man das natürlich irgendwie ruhig. Wenn man das Spiel komplett erleben möchte, ohne diese langweiligen Gespräche... Sollte man das auch irgendwie machen, weil es natürlich Punkte sammelt, aber ich bin da so ein bisschen, ich spiele es jetzt auch schon zum zweiten Mal diesem Part hier und deshalb ist es dann auch noch ein bisschen belangloser. Die Galaxie muss begreifen, was diese Flüchtlinge durchgemacht haben. Können Sie mich nicht reinlassen? Nein. Moment, sind Sie nicht Commander Shepard? Soll ich was? Dokumentarfilmer. Bitte, Sie können mir vielleicht helfen. Ich möchte die Geschichten der Flüchtlinge auf der Citadel dokumentieren. Ihren Verlust, Opfer, ihre Momente der Tapferkeit. Hindert Sie denn etwas daran? C-Sicherheit lässt mich nicht in die Docks, weil ich ein Störfaktor sei. Aber Sie könnten ein paar Aufnahmen für mich machen. Hier im Präsidium gibt es auch viele Überlebende des Krieges. Dieser Ort ist sicher, sauber. Die Menge, die bei den Docks festsitzt, hätte eine viel größere Wirkung. Wir müssen einander helfen. Diese Dokumentation soll schockieren, damit die Leute aktiv werden. Gute Idee. Die Galaxie sollte sehen, was diese Flüchtlinge durchgemacht haben. Danke, Commander. Das ist genau das, worauf ich hoffe. Machen Sie mit Ihrem Universalwerkzeug ein paar Aufnahmen im Flüchtlingslager. Ich warte hier. So, endlich mal Kamerakind Shepard. Bisher gibt es noch keine Nachfolger für die Position von Ratsherr Donner. So, jetzt könnt ihr hier so rumlaufen. Und wenn irgendwo eine traurige Szene ist und er das anzeigt, dass das ein Foto wert wäre, dann könnt ihr halt quasi ein Bild machen. Hier nicht. Hier nicht. Hier auch nicht. Aha, okay. War das hier nicht ein trauriges Szenario gerade? Oh, so bin ich. Willkommen bei Batarian State Arms. Batarian State Nein. Arms. Wir verteidigen die Hegemonie. Blutdruck in Ordnung. Bis jetzt keine Infektion. Kann ich mit ihm reden? Nur wenn es wichtig ist, Commander. Es geht ihm sehr schlecht. Ich reduziere das Sedativ ein wenig, aber beeilen Sie sich.
Seine Überlebenschancen stehen 50-50. Sind Sie Gorek? Gehen Sie. Gibt nichts zu sagen. Auch nicht, was ein Terrorist auf der Citadel macht? Sie! Kenne ich Sie? Jeder Batarianer mit Verbindung zu Aratoth kennt Ihr Gesicht. Der Planet, den die Alpha-Portal-Explosion zerstört hat. Sie haben eine Kolonie ermordet, leider. Bin ich zu schwach? Ich habe das Aratoth-Portal zerstört, damit die Reaper nicht eindringen. Das ist leicht gesagt, jetzt wo Sie da sind. Heucheln Sie bloß kein Bedauern. Ich hatte Schuldgefühle. Ich habe eine Kolonie zerstört. Ich dachte an die Opfer und daran, dass ich sie nicht rechtzeitig warnen konnte. Ich hatte letztlich keine Wahl. Aber es tut mir wirklich aufrichtig leid. Wenn Sie das so bedauern... Wenn Sie Schuldgefühle haben, seien Sie barmherzig. Stellen Sie die Maschine ab. Ich will zu meiner Familie. Uiuiuiui. Machen wir das jetzt, Leute? Ich meine, ist jetzt so ein Batterianer, da habe ich jetzt nicht ganz so ein Verhältnis zu und ist jetzt auch keine... Also wir haben ihn gerade erst kennengelernt, er ist eigentlich ein Terrorist, das ist auch so eine Nebenmission, die sich hier gerade aufklärt und das hat halt quasi mit dem Ende von Mass Effect 2 was zu tun. Wenn euch das jetzt nicht sagen sollte, ich schalte jetzt einfach ab. Die Krankenschwester zu rufen, die irgendwie ein männlicher Turianer war, finde ich, ist jetzt auch nicht die bessere Option, oder? Danke. Uiuiui. Warum hat mir das jetzt Geld gebracht? Habe ich den bestohlen? Krankenschwester sieht nicht freundlich aus, oder? Ich tue mal so, als wenn nichts gewesen wäre. Gut. Ich muss noch Fotos machen. Das hier ist doch eine gute Szene. Was ist bloß mit der netten Frau passiert, die hier immer allen geholfen hat? Ah, da. Kelly Chambers. Ja, das ist genau das, was diese Dokumentation braucht. Was? Ja, als Cerberus die Docks eingenommen hatte, gingen sie sofort zu ihr und fragten, sind Sie Kelly Chambers? Sie sagte, ja. Und sie haben ihr sofort eine Kugel zwischen die Augen gejagt. Oh Mann. Wenn Cerberus einen also fragt, ob man jemand Bestimmtes ist, lautet die korrekte Antwort wohl nein. Oh, habt ihr das gehört? Sie haben Kelly erschossen. Und das erfährt man hier so durch Zufall, wenn man irgendwo vorbeigeht. Die Schweine. Das ist ja hammerhart, oder? Haben sie Kelly Chambers erschossen? Die hat noch so nett bei Mass Effect 2 in meiner Kabine getanzt, muss ich sagen. Hui, Hammer. Ich brauche Unterstützung. Jemand hat die Medigel-Spender sabotiert und ich habe hier unten so einen Idioten, der von Cerberus predigt. Nein, ich habe C-Sicherheit verständigt. Huiuiuiui, meine alten Freunde sterben hier langsam weg, ey. Hey, ja, ich habe weiß die ich. Über Eclipse übernommen. Ja, wir ja. Wollen mit Aria zusammenarbeiten. Soll ich mit dem Shepard reden hier? Meinem Shepard-Double? Ich fass es nicht. Was fasst er nicht? Ich denke jetzt die ganze Zeit, ich verpasse irgendwas. Ich fass es nicht. Habt ihr gesehen, wer da saß? Hören Sie, wir brauchen einfach mehr Lebensmittel. Ich kann Ihnen die Position einfach nennen. Proteanisch. Schubidu. Hey, Commander. James, amüsieren Sie sich? Ja, ja. Verlieren Sie nicht alles. Diese Kleidung gehört der Allianz. Etwas mehr Vertrauen, Commander. Ein bisschen habe ich durchaus. So, da war jetzt hier noch so eine zweite Option. Großartige Einstellung.
großartige Anstellung. Ein paar, gemischte Leute, die zocken. So, ich brauche, glaube ich, noch eine Fotogelegenheit, oder? Sonst taucht das nämlich so auf. Jetzt habe ich, glaube ich, diese Sachen erledigt hier mit diesem Medigel-Spender. Ende der Sabotage. Die Medigel-Spender müssten jetzt wieder funktionieren. Danke. Ich lasse die Patienten umgehend zur Versorgung bringen. Zack, wieder eine kleine Nebenaufgabe gelöst. Gute Arbeit, Shepard. Und es tut mir leid, dass... Hey, das ist er! Das ist mein Cerberus-Kontakt! Hey! Hey, Sie! Sie sind verhaftet! Shepard. Hab ich geholfen? Ja, Conrad. Das haben Sie. Ich spüre überhaupt nichts. Also, in Wahrheit habe ich seine Waffe sabotiert. Sie ist gar nicht losgegangen, nur das Thermomagazin war überhitzt. Oh, cool. Hi, Commander. Ich bin's, Jenna. Sie haben mir mal geholfen, als ich undercover in Kuras Nest gearbeitet habe. Und jetzt arbeiten Sie hiermit? Genau. Als ich undercover war, hat Shalik mir ein paar Tricks gezeigt. Das hat sich jetzt ausgezahlt, was? Sie haben mein Leben gerettet. Es ist unfassbar, dass Sie Ihr Leben für Commander Shepard opfern wollten. Sie sind sehr mutig. Oh, ich kenne den Commander schon lange. Lassen Sie mich Ihnen helfen. Dann erzähle ich Ihnen davon. Oh, geil. Das war jetzt... Oh, geil. Konrad getroffen und... Was war das? Eine 10? Auch coole letzte Einstellung, wie die beiden so weggehen und der da so kopfschütteln steht, oder? Also ja, okay. Also es ist doch auch immer wieder toll, auch wenn man es jetzt zum zweiten Mal spielt. Also so, die Szene hatte ich zum Beispiel noch nicht gespielt und deshalb, coole Show. Coole Show. Also ich denke auch immer, der Wiederspielwert ist wirklich hoch. Transporter gesteckt und gesagt, ich soll hier auf sie warten. Sie werden kommen, sobald sie können. Wenn mich jemand belästigt, Shepard belästigt sie doch nicht. So, jetzt sagt der quäkende Salarianer gerade so, das reicht mit den Fotos, dann haben wir diese kleine Aufgabe halt auch erledigt. So, hier war so oder so nichts mehr. Gehen wir mal zurück. Wo ist er? Hier. Solik. Ich habe Ihre Aufnahmen. Danke, Commander. Bitte. So, mein guter Ruf steigt und steigt. Wollen wir uns das mal angucken? Ich habe da schon lange nicht mehr drauf geguckt. Ah, guck mal. Guter Ruf, perfekt. Und leider vorhin 2 Punkte plus bekommen bei Abtrünnig. Ja, bin ich schon böser. Böser Shepard. Pfui, pfui. So, mal gucken. Müssen wir noch in die Normandie-Bucht vorher? Nee, ich glaube nicht. Wir fahren mal eben kurz ins... Ach Quatsch, ich musste in die Citadel-Botschaft, musste ich. Bin ich jetzt gefahren? Ins Präsidiums Unterhaus, oder? Auch wieder nicht korrekt. Oh Mann. Nix macht man richtig. Ich hoffe wirklich, dass es heute technisch gut läuft und ich hoffe auch, dass euch das so halbwegs ein bisschen interessiert hat, was heute hier abgeht. Ich glaube, diese Hauptmissionen sind schon spannender zu gucken. Aber ich selber kann das ganz schlecht einschätzen. Da wollte ich gar nicht hin. Entschuldigung. Schuppidu. Ich selber kann immer ganz schlecht im Vorfeld... einschätzen, wie gut das Ganze angesehen wird, sage ich jetzt mal, also wie viele Views das bekommt. Ich habe häufig den Eindruck, dass die Anzahl der Views mit dem Vorschaubild zusammenhängt. Also wenn das Vorschaubild irgendwie cool ist oder Sane oder so zeigt, da gucken das total viele, oder wenn das irgendwie Kroganer zeigt. Wenn ich jetzt einen ollen Salarianer zeige,
einen quäkenden Frosch. Dann guckt das irgendwie kein Schwein. Ankunft bei den so. Präsidiumsbotschaften. Jetzt laufen wir mal ganz kurz. Vielleicht könnten Sie das Mädchen ja zu Ihrer Familie schicken. Können wir irgendwie helfen? Nein. Soll das ein Witz sein? Meine Familie hat mich so, jetzt gehen wir mal ganz kurz ins Inspektorbüro. Schuppidubidub. Und dann greifen wir hier nochmal eben auf unseren Spectre-Computer zu. Check. So. Aktivieren. Das haben wir schon gemacht. Ja, machen wir. Ah, okay. Machen wir auch. Okay. Zack. Lup. So, jetzt erhöhen sich hier nochmal unsere Kriegsaktivposten halt ein bisschen. So müssen wir eigentlich auch nochmal zu der Alten zurück und der das sagen, dass wir das gemacht haben, glaube ich. Da war so eine kleine Nebenmission. Ist die Türe aufgegangen? Nee, ne? Nee. Jetzt müssten wir eigentlich auch nochmal zurück. Ich würde aber vorschlagen, ja, oder? Sollen wir uns das schenken oder sollen wir es noch kurz machen? Dann hätten wir eigentlich so alles auf der Citadel abgelaufen, was wir überhaupt nur ablaufen können jetzt. Jupp. Dann haben wir hier erstmal aktuell fast alles erledigt. Wo war die? Im Präsidiumsunterhaus. Da müssen wir nochmal hin. So, einmal quasi total unnötig im Aufzug hoch und runter gefahren. Ja, was könnte ich euch noch erzählen? So, am Ende des Videos ist das irgendwie mal ein bisschen blöd. Wir haben jetzt, glaube ich, Moment, ich guck mal nach. Ich habe jetzt 39 Minuten Aufnahmezeit. Wenn wir dann mal davon ausgehen, dass ich irgendwo bei 20 Minuten geschnitten habe, dann sind wir jetzt in den zweiten 20 Minuten dieser Citadel-Folge, so möchte ich das mal nennen. Ja, am Ende von dem Video noch was zu erzählen, was jetzt großartig, spektakuläres, Neues noch kommt, sich tun wird und so. Das mache ich dann, glaube ich, lieber im nächsten Video nochmal. So, laufe ich nochmal eben kurz zu der Alten. Ich weiß, die war irgendwo ganz hinten rechts. Glaube ich. Ah, da liefen gerade die Nachrichten. Habt ihr das mitbekommen? Da ging es irgendwie um Ashley. Wer wurde mir jetzt angezeigt? Hä? Ich verstehe noch nicht, warum du plötzlich solche Zweifel hast. Das Gelege hat sich stabilisiert. Hä? Oh nein, ich musste gar nicht mehr mit ihr reden. Was ein Scheiß. Ja, sieht so aus, als wäre ich umsonst hier gewesen. Was wurde mir denn vorhin noch angezeigt? Gerade als blaues Quadrat. Wer ist denn hier noch? C-Sicherheitsoffizier. Und Liara. Aber Liara sagt hier in der Szene nichts. Die haben wir schon, der haben wir schon Hallo gesagt. Ich verstehe nur nicht, warum du plötzlich... Da. Das sind Steuerungspläne für Cerberus-Geschütze. Hilft Ihnen das weiter? Aber sicher, verdammt. Eva so. Blablabla, bla, bla. Ich lasse den jetzt mal labern. Das habe ich ja letztens schon erzählt. Oh, guck mal, hier ist auch die Scheibe kaputt. Es gibt ja auf der Citadel keinen Reparaturdienst. 2150? Oder man spielt nochmal Mass Effect. Ich habe vorhin einen ganz wütenden Kommentar gelesen bei einem Multiplayer-Video. Ne, bei diesem DLC-Video, soll ich das mal nochmal gucken? Da steht, kein DLC wird diesen Haufen Scheiße verbessern, Biofail kann mich mal lecken und super Endung DLC wird nicht besser sein. Alle wissen, dass genialer Schriftsteller von BioWare weg ist und wird nicht zurückkehren. Hurra, Elektronik, Shit. Also das habe ich jetzt so einfach vorgelesen, das ist jetzt halt die Meinung von jemandem. Finde ich ein bisschen zu hart. Ja, also ich habe jetzt selber das Ende noch nicht gespielt. Ich weiß zwar eigentlich, wie es endet, aber gespielt selber habe ich es halt eben noch nicht. Bis hierher muss ich aber sagen, gefällt mir Mass Effect 3 wirklich gut. Also ich habe immens viel Spaß dran. Ich habe immens viel Spaß dran, dass ich die alten Charaktere immer wieder treffe. Und auch wenn es nur so kurz ist, ich finde es halt wesentlich schöner, die mal getroffen zu haben, als wie die zum Beispiel jetzt gar nicht wieder zu sehen. Und also mein privater Spaß mit diesem Spiel, mal abseits vom Let's Play, muss ich sagen, ist enorm groß. Mir macht auch der Multiplayer immer noch Spaß. Ich finde, ja, ich finde es eigentlich dem Spiel unfair gegenüber, wenn man hier so viel zu meckern hat. Aber jedem seine Meinung. Ich habe die Anweisungen für Sie erhalten, und werden Sie schwere Verluste bei den Menschen nach Angriffen der Reaper-Truppen zu einer E-Zero-Minenanlage auf Sani.
So, tut sich hier noch irgendwo was? Noch ein Auftrag oder so, den ich mitnehmen könnte? Nee. Also, solltet ihr auch über Mass Effect 3 meckern? Ach, guck mal da, da taucht noch was auf. Ja, dann weiß ich nicht. Ich habe nicht viel zu meckern. Ich bin wirklich eigentlich zufrieden mit dem Spiel, auch wenn mir das Let's Play im Moment einfach ein bisschen weniger Spaß macht oder ich ein bisschen weniger motiviert bin, als das vorher zu machen. Ich glaube, man merkt es mir beim Kommentieren nicht an, weil wenn ich spiele und kommentiere, habe ich auch wirklich Spaß dran. Also, dass ich mich so an dieser Szene vorhin, wo ich erfahren habe, dass Kelly gestorben ist und so, habe ich gedacht, wo sich... ja, diese Schießerei und schaltet ihr die Lebenserhaltung ab und so. Das macht mir wirklich Spaß. Da bin ich auch wirklich immer mit Herz und Seele dabei. Ich raff mich nur immer ein bisschen schwerer auf. Wenn ich hier abends sitze, dann denke ich, mache ich noch ein Let's Play? Ja, keine Ahnung. Vielleicht findet jemand nochmal nette Worte für mich. Habe ich in den letzten Tagen schon zwei, dreimal gesagt. Ansonsten sage ich einfach, bis zum nächsten Video, Leute. Und haut rein.